Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich möchte heute ein Bild machen. Ein ganz normales Bild mit dem Vinylkleber angerührt. Farben habe ich diesmal von Isle of Art genommen. Ist so eine gerstige Eigenmarke, die eigentlich auch nicht so schlecht sind. Dann Experiment. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Silikonöl, und zwar hier unten. Nicht 300er oder 400er, sondern 5000er. Also es ist ein ganz dickflüssiges Öl. Und das möchte ich mal testen mit euch zusammen, ob es da einen Unterschied gibt. Ich gehe mal davon aus, aber wie groß der Unterschied ist. Ich hoffe, euch interessiert es. Mal wieder was anderes. Und dann lasst uns starten. Bis gleich. Angemischt habe ich Weiß, dieses Cadmium Gelb Dunkel, auch eine schöne Farbe, Nablus Yellow, also dieses Neapelgelb. Ups, ich hoffe, ihr könnt es sehen, genau, ich war glaube zu hoch, und das Koboldblau. Gut, so, ich mache jetzt einfach mal von diesem Silikon 5000. Komm, ich mache es in Blau und in diesem genau. Jetzt muss ich gerade noch mal schauen, bin ich jetzt blöd oder was? Ja, Cadmium Gelb Dunkel, sorry. Okay, ich mache mal zwei Tropfen rein, einfach um zu testen. Flup. Flup. Okay, zwei Tropfen jede. Farbe. Ich rühre das mal ein bisschen mehr um, weil ich davon ausgehe, dass sich das nicht so gut verteilt wie das 300er. Okay. Schon wieder alles voller Farbe. Heide Bim Bam. Gut, ich starte mal mit Weiß wieder. Dieses Cadmium Gelb Dunkel. Das Blau. Also machen wir jetzt einfach ein Dirty Pouring. Und ich denke mal, dass ich mir einen Flip Cup mache. Und werde mir noch einen Becher machen, solange das runterläuft. Mische ich ein bisschen mehr, also mehr von oben. So, das müsste reichen. Wenig Weiß. Weiß hat es wieder verschluckt, wie öfters der Fall ist. Aber gar kein Problem.
habe wieder viele Luftblasen drin. Ich lasse das jetzt aber mal. So. Ja, da bilden sich schon Zellen. So, haben wir überall Farbe, fast überall. Gut, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ich mache das auch mal vielleicht mit dem Brenner und nicht mal mit dem Heißluftföhn. Ja. Dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber ihr seht hier, es bilden sich schon ziemlich große Zellen. Aber was mich jetzt gerade... Naja, ein paar Luftblasen haben wir drin, okay. Wow, okay. Also der Hintergedanke ist ja das, dass im Prinzip das Silikon 300 natürlich auch etwas dünnflüssig ist und da der Vinylkleber ja immer etwas nacharbeitet, möchte ich gerade mal testen, ob man vielleicht mit einem dickeren Silikonöl dieses Nacharbeiten etwas verhindern kann, sagen wir es mal so. So, und zur Strafe gehe ich jetzt nochmal mit dem Heißluftföhn drüber. Okay. Also wenn ihr viele Luftblasen drin habt in diesem Vinylkleber, einfach ein bisschen stehen lassen. Ich sage immer mal einen Tropfen Alkohol rein. Das nimmt auch die Zellen weg oder die Luftblasen weg. Aber das passt. Gut, ich würde sagen, es sieht ganz gut aus. Ich lasse es jetzt mal für 10 Minuten wieder einwirken. Und dann schauen wir mal, wie es nachgearbeitet hat. Weil das ist das Interessante, was ich sehen möchte. Und vielleicht auch für euch interessant ist. Okay, weil 5000 ist natürlich ein Unterschied zu 300. Gut, dann bis gleich. So Freunde, 10 Minuten sind rum. Also ihr seht, es hat sich noch einiges getan. Gut, ich habe es auch ziemlich stark erhitzt. Nee, Spaß muss sein. Zeige ich es euch mal von nahem. Aber kommt auch ganz cool. Ja. Thank you.
Passt eigentlich, funktioniert auch ganz gut, muss ich sagen. Jetzt ist das Bild trocken. Also ihr seht eigentlich, es hat sich nicht viel verändert. Klar ist es ein bisschen hin und her gelaufen noch, wo vielleicht zu viel Farbe drauf war. Aber ist gut verlaufen. Das heißt praktisch auch, dickeres Silikon verläuft natürlich auch weniger dann beim Trocknen. Also ich denke mal, das hat sich gelohnt, der Test. Und wird es vielleicht öfters nochmal probieren mit dem dickeren Silikon. Weil ja, wie gesagt, dieser Vinylkleber doch immer etwas nacharbeitet. Alles klar. Guti. Gut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Euch hat es was gebracht. Vielleicht auch mal auszuprobieren. Und dann war es das von mir. Ich habe noch ein bisschen Restfarbe. Vielleicht mache ich noch ein Video. Werde euch aber dann was zeigen. Ich mache ein bisschen Alkohol rein. Falls euch interessiert, einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Dann bekommen wir nämlich die Luftbläschen raus. Okay. Dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye. Thank you.